willkommen. Wir sind wieder bei Bretterwisser Spezial. Ich sitze jetzt hier mit Alexander Chris und seinem deutschen Freund, dem Kossendai. Der liebe Herr Kossendai. Ja, hallihallo. Der Kossendai ist Besitzer eines wunderbaren Ladens in Düsseldorf, dem Mage Store. Wer schon mal in Düsseldorf war, sollte auch schon mal im Mage Store gewesen sein. Wenn nicht, schämt euch. Und der Alexander ist Verleger und bringt unter dem Namen ID Ventures so eine Art Escape-Erlebnisse zu Hause auf dem Küchentisch, könnte man jetzt sagen. Ja, genau. Fangen wir mal vorne an. Wie kamst du darauf, sowas zu machen? Wir haben mit Kinderspielen angefangen. Wir haben für meine Tochter Geburtstag, ja, dieses Jahr einen Geburtstag gemacht als ein Escape Game. Okay. Und wir hatten ein Portal, wir haben entschieden, ein Portal zu entwickeln. Ein Spielportal, wo kann man einige Spiele einsetzen. Okay. Okay, so wir haben erstmal angefangen mit dieser Portal-Entwicklung. Und dann wir haben auch Spiele entwickelt, auf Basis, was wir haben als für Kindergeburtstag entwickelt. So, das war unsere erste zwei Spiele für Kinder. Das war unser Ziel. Für alle Leute, das spielen wollen und ein Spiel einsetzen wollen, sie können es machen. Und unser Portal ist so flexibel, das kann man so machen. Also, die ersten zwei sind so wirklich Kindergeburtstags-Escape-Räume. Man spielt effektiv im Haushalt, man bezieht die ganze Wohnung mit ein. Das ist richtig, genau. Das ist quasi eine Schnitzeljagd zu Hause, die du machen kannst, die aber medial noch unterstützt wird. Das heißt, du hast kleine Filmchen, die du dir angucken kannst und das ist kindgerecht aufbereitet. Für die Mädchen ist es zum Beispiel Alice im Wunderland. Wunderschöner Comic dazu, guckst es dir an und da wird dann auch gesagt, okay, jetzt müsst ihr anfangen und das schon mal machen. Natürlich muss man als Elternteil das vorbereitet haben zu Hause, ein wenig, ist ganz klar. Ganz klar. Aber alle Materialien, alles gibt es dazu. Und diese Vermischung eben aus, ich gucke mir ein Video an und spiele danach, gab es halt bisher noch nicht. Ab wie vielen Jahren funktioniert das sehr gut? Vielleicht? Ab sieben, ab sechs, sieben. Sieben Jahre. Ja. Und dann, was ist gut in unserem System, kann man Sachen ändern. Dann zum Beispiel am Ende kann man ein Geburtstagsgeschenk ins Spiel inkorporieren. Genau. Man hat dann ein Ziel zum Schluss, wie das so ist bei Schnitzeljagdspielen und da kann man sich dann aussuchen, was man da reinlegt, wie man das macht. So, unsere Spiele sind flexibel, dann kann man ändern und eine andere Sache addieren oder Personalfoto mitgeben und. Genau. Und das Ganze gibt es dann auch noch speziell für Jungs. Ich meine, man kann beides spielen, ne? Mit Mädchen und Jungs, aber das ist dann die fünf Piraten, ist natürlich schon ein bisschen mehr auf die Jungs abgezielt. So nach altem... Nach altem Muster. Aber du hast natürlich völlig recht, Alice im Wunderland ist jetzt halt so neutral, das kann wirklich Jungs und Mädels genauso spielen und genau. Piraten sind auch für Mädchen natürlich Absolut. Die coolsten, keine Frage. So, diese Kindergeburtstag-Dinger, die liegen bei mir tatsächlich auch zu Hause, die habe ich leider immer noch nicht gespielt, weil es verstanden liegt, dass meine Kinder vielleicht gefühlt einen Tick jetzt schon älter sind und andere Sachen spielen, aber dann kam ja dann tatsächlich letztes Jahr raus ein Sherlock-Holmes-Fall für zu Hause. Mhm, genau. Ich bin Fan von Sherlock Holmes. Und ich bin Fan. Ja, nicht nur mir, aber ich bin Fan von Sherlock Holmes. Und was wir mögen, ist Stories zu erzählen. Wie sagt man das? Genau, Atmosphäre zu schaffen, also nicht das Normale. Ja, das was unser Ziel ist, nicht nur ein Spiel machen mit Puzzles, auch aber mit Atmosphäre zu kreieren und wir möchten unser Spiel so design machen, dass man fühlt, er ist nicht nur ein Spiel auf einem Tisch, er irgendwo in einem Raum oder irgendwo in 19th Century in London oder ich meine in andere Platz, wo es kann wie ein Escape Room, wo gute Escape Room, dass man hat ein Gefühl, dass hat Atmosphäre da. Genau, die dichte Atmosphäre ist einfach wichtig. Das wird auch unterstützt mit kleinen Filmen, Videos und Fotos, die aus der Zeit halt kommen. So, wir benutzen unser Portal, unsere Systeme, um diese Atmosphäre zu kreieren. Okay. Wir haben eine App, wo man
spreche mit diese App ist wie ein Game Master und diese App führt von Schritt zu Schritt und sagt, was man soll machen und was ist der nächste Schritt und so weiter. Das ist ein bisschen erspart auch die Anleitung. Ja. Das ist richtig. Ja, ist so. Es ist zwar eine Anleitung dabei, aber man kann eigentlich sofort anfangen. App runterladen, anschalten, los geht's. Genau. Material sichten und das ist, gefühlt ist das ja auch nur nichts weiter als, sage ich jetzt mal, eine Kladde mit Papier drin, aber in ausreichender Menge. Und das Ding ist schon knackig gewesen, wenn ich das mal sagen darf. Von den Rätseln meinst du jetzt? Ja. Ja, es gibt ja eine Einsteigerversion in Anführungszeichen und die Profi-Variante. Bei der Profi-Variante hast du weniger Hinweise. Und das ist schon, wie du schon sagst, knackig. Da gebe ich dir recht. Ja. Also ist ja auch nicht für Kinder gedacht. Ist nicht für Kinder gedacht, genau. Es ist nicht für Kinder. Sherlock Holmes war, Cases von Sherlock Holmes war nicht so einfach, ja. Deshalb muss man ein bisschen denken. Das ist ja, aber auch vom Material. Ne? Wenn du es mal in der Hand hattest, das ist alles festes Material. Und einfach, ich muss es nochmal sagen, die Atmosphäre, die da entsteht, hast du halt bei anderen Spielen meistens nicht so dicht. Wie kam es dazu, das mit einer App zu machen? Wie gesagt, wir wollten unser erstes Ziel war mit People das Möglichkeit wie sagt man? Mit Leuten in Kontakt zu treten. Ja? Mit Leuten in Kontakt zu treten. Dass man kann einfach Spiel erstellen und wenn erstellt man ein Spiel und gibt das Spiel als für Kinder oder so, braucht man einen Game Master und diese App ist wie ein Game Master. Es funktioniert, das kann man auch alles in diese App geben. Karte, Foto, Video, alles. Ich meine, das ist komplett virtual. Alles jetzt ist unsere Phone, ja, in unsere ja. Telefon, alles. Foto, alles ist in Phone. Das ist unsere Lebens, unser Life. Und dann, wenn du hast App, das macht alles, auch sprichst und schaust Films und alles, dann das ist wie ein Film. Also die Frage beruht darauf, dass ja eine App, das ja auch ein ganz schöner Kostenpunkt ist in der Entwicklung. Also viele Verlage schrecken davor zurück, weil sie sagen, also was ich da erstmal an Vorabinvestitionen für so eine App leisten muss, da muss ich eine entsprechende Stückzahl verkaufen, damit sich das amortisiert. Und da muss das auch gepflegt werden, da muss man geguckt werden, wenn das Betriebssystem geupdatet wird und ähnliche Sachen, dass das halt auch dauerhaft funktioniert. Und gerade im Android-Universum gibt es ja auch ohne Ende verschiedene Systeme, da muss man mehrere Versionen dann gleichzeitig pflegen. Also das ist tatsächlich auch ein ordentlicher Kostenpunkt. Wie handhabt ihr denn das, dass das funktioniert an der Stelle? Ja, mit Kosten ist es schwierig. Glücklicherweise hat der Alex ja auch noch einen, in Anführungszeichen, richtigen Job gelernt. Ja, ich bin Computeringenieur und deshalb für mich ist es ein bisschen... trifft sehr gut. Ja, trifft sehr gut. In deshalb, der Freizeit selbst programmiert. Ja, genau. Nicht alles, wir haben mit anderen Leuten kooperiert, aber ja, ich verstehe diese Sache und ich bin als Computeringenieur, kann es besser... wie sagt man? Manage? Ja. Yeah. Und aber es ist also natürlich kostliche Sache. Und aber wie gesagt, unser Ziel war Portal und Spiele zu Hause. Und wenn du triffst etwas zu Hause, dann kannst du nur mit Telefon machen. Ja. Also ich meine, klar, so ein Spielleiter hat natürlich auch den Vorteil, da muss man jetzt nicht irgendwie darauf achten, dass der sich nicht sonst wie dämlich anstellt. Nun gibt es auch andere Escape-Raum-Spiele, die versuchen, mit einer App zu handhaben, benutzen diese aber effektiv nur zum Downzählen und irgendwelche Codes einzugeben. Ja, normalerweise das gibt nur Musik oder so. Aber was wir wollten, definitiv ja, dass unser Spiel kommt ohne Spielkarten. Ja? Ja. Weil Spielkarten für mich personal, das ist... ich habe keine Atmosphäre dann. Okay. Das ist schon Spielkarte und ich verstehe, das ist schon Spielkarte. Wenn ich habe etwas in meiner Hand und es ist als, ich weiß nicht, alte Barometer oder alte Spielplatte, es kommt auch Papier, ja, aber es ist als Real Object, ja, und das ist in Form Real Object. Ja. Wenn du hast Spielkarten, dann ist es nur Spielkarte und
ich denke, unsere Spiele natürlich kommen ohne Spielkarten. Deshalb haben wir eine App. Und eine App kann man, das ist schon wie ein virtuelles Objekt. Like, und ja, kann man so. Nun bist du ja, wie du erzählt hast im Vorgespräch, du kommst aus Russland und du hast in Israel gelebt. Ja. Wie kommt man dann auf die Idee, sowas in Deutschland rauszubringen, auf Deutsch? Oder gibt's das gleich auch in mehreren Sprachen? Kann man das auch auf Englisch kaufen? Auch in Englisch, ja. Wir haben auch englische Variante. Und wir haben eine englische Variante. Es gibt nur zwei, auf zwei Sprachen jetzt. Auf Deutsch und Englisch. Sind weitere Sprachen geplant? Ha? Sind weitere Sprachen geplant? Ja, wenn wir kommen auf andere Markets, ja. Aber ja, bis jetzt ist es nicht so. Wir hatten die Idee, auf Spanisch zu machen, aber ja, es dauert. Erstmal gucken, dass es der deutsche Markt läuft. Ja, aber was ist gut auch in unserem Spiel, es gibt keine Sprache-Dependency. Sprachbarrieren. Ja. Und ja, kann man übersetzen und dann einfach spielen. Das ist nicht große Sache. Okay. Der Sherlock Holmes hat man angesprochen. Jetzt habt ihr mir hier brav eine neue Kiste mitgebracht. Die läuft unter dem Namen Detective Stories. Ja. Schön mit einem Crime-Scene-Aufkleber vorne drauf. Ja, ja, ja. Das ist so, also ein Blick in die Schachtel hat schon mal gesagt, okay, hier ist tatsächlich viel Handarbeit auch reingeflossen, das alles zusammenzustellen wahrscheinlich, oder? Ist das vielleicht einer der größeren Produktionskostenpunkte? Ja. also du hast da auf jeden Fall was Wertiges in der Hand. Ja. Ne? Und die Authentizität war da wichtig. Das heißt, das Spielmaterial, was da drin ist, es geht mit Zeitungsberichten, es geht mit Streichholzbriefchen, das ist alles echt. Ja. Oder du siehst auch ein Rezept von einem Arzt da drin. Also das ist wichtig für diesen Fall. Du kriegst eine Mappe, das ist wie beim FBI, der Chef kommt vorbei und sagt, hier ist dein Fall, bearbeiten Sie den Müller. Und dann setzt du dich hin, klappst das Ding auf und fängst an. Und das ist sensationell, weil du bist sofort in der Story drin. Fängst an, gehst die Papiere durch, das ist richtig Detektivarbeit. Das heißt, am besten hast du eine große Wand, wo du alles dran steckst und dann mit den Bindfäden alles verbindest. Der hat ein Alibi, der kann es nicht sein, vielleicht hier, nee, das ist auch nicht. Und ja, und so fängt die Detektivarbeit an. Ich stelle mir das halt nur gerade sehr, sehr schwierig vor. Ich meine, ihr hattet ja nun auch erzählt, ihr sucht natürlich noch nach Vertriebsmöglichkeiten, weil momentan läuft das nur über Direktverkauf. Vertriebsmöglichkeiten heißt natürlich auch, dass ihr da entsprechende Mengen liefern müsst. Wenn das tatsächlich noch in Handarbeit ist, stelle ich mir das sehr, sehr kompliziert. Ja, es ist gerade an dem Punkt, wo wir von Handarbeit rübergehen zu, wir lassen es machen. Das ja? klingt nach also die Plan. Ja, ja, also das ist schon, der Plan passiert jetzt auch schon, weil wir kommen jetzt Stückzahlenbereich, wo wir das ja nicht mehr machen können. Ne? Also das sind ja nicht mehr nur irgendwie 10, 20 Stück, sondern das sind schon ein paar mehr dann. Ja. Weil, wie gesagt, seit einem halben Jahr direkt über Amazon. Bei uns in der Sendung heißt es das große böse A. Oh, entschuldige bitte. Das große böse A. Aber was große böse, ja. Aber was willst du sonst machen als Direktvertrieb, wenn du sonst keine Kontakte zur Spieleszene hast? Das ist richtig. Das ist ja auch unsere Story hier vom Alex und mir. Alex kommt, wohnt in der Nähe von meinem Laden, ist einfach bei mir vorbeigekommen, hat gesagt, hier, guck dir das mal an. Ist das gut, ist das nicht gut, können wir da irgendwas machen? So, ich habe die Kontakte in die Spielszene, deswegen sind wir zusammengekommen. Ja, und dann rufst du mich an und bist verwundert, dass ich das schon kenne. Und ja, das war der Knaller. Wie, das kennst du schon. Ja, das war eine sehr große Überraschung. Da hast du vollkommen recht. Ja, aber wir hatten das hier in dieser Sendung noch gar nicht, also bei uns im Podcast noch gar nicht erwähnt gehabt, diese Sachen, weil wir das natürlich gerne dann auch nochmal ausführlicher machen. Ja. Aber umso mehr freue ich mich, dass wir halt hier mit dem Macher dann auch ein kleines Interview führen können. Und ihr verkauft das nun derzeit über Amazon, beziehungsweise bei dir auch im Laden und die sucht natürlich eine andere Vertriebsleute. Und ich würde einfach sagen, im Rahmen dieses Interviews, das werden wir am besten gleich online packen, nachdem ich es gespielt habe und dann vielleicht nochmal darüber abraven oder ranten kann, wie gut oder nicht gut ich es fand. Ja. Von da aus gesehen, aber grundsätzlich, der Sherlock Holmes-Fall, der war schon ziemlich gut, muss ich sagen. Also der hat mir echt gefallen. Der war schon auch knackig. Ja, und wir haben schon die Prototypen, die nächsten angespielt. Du kannst dich auf mehr Content, wie man so schön sagt, ja, freuen. So, wir haben zwei Serien. Eine Serie ist ein Krimi-Spiel und wir kriegen mehr. Wir arbeiten jetzt auf noch zwei Spiele in Parallel.
Und im Escape-Bereich, wir arbeiten jetzt auch auf zwei Spiele. So wir bekommen mehr. Also die, wir haben zwei Bereiche, Escape-Spiele und Crime-Spiele. Und das ist unsere Spezialität. Und ehrlich gesagt, für so eine Box 20 Euro ist jetzt auch nicht wirklich teuer. Die große Box wird ein bisschen mehr kosten, wie du schon sagtest, weil Handarbeit und Ich verstehe genau, was du meinst. Und, die 20 Euro für den Sherlock Holmes Fallen war es auf jeden Fall wert. Absolut, denke ich auch. Natürlich gibt es noch andere Produkte auf dem Markt, aber die haben halt nicht die Qualität, wie wir finden. Darf man jetzt auch nicht sagen. Oder? Doch, natürlich darfst du das sagen. Du darfst hier grundsätzlich deine Meinung offen vertreten. Ja, wie gesagt, unser Ziel ist nicht nur Puzzle, mehr Puzzle mehr zu nur haben. Wir arbeiten auf Story. Ich denke, das ist sehr wichtig für diese Spiele wie Crime oder Escape, eine Story zu haben. Und wenn du hast nur in anderen Spielen, wenn du hast keine Story und nur Puzzles, für mich persönlich ist es nicht so interessant. Puzzles sind interessant, Puzzles sind gut, aber wenn du hast keine Story, das ist dann ein bisschen weniger Interesse für mich persönlich. Deshalb, wir machen Story und jeder Schritt in unserem Spiel hat eine Story im Background und ja, deshalb... Ich muss leider noch mal kurz dazwischen sagen, bei dem Detective Stories ist es auch toll, du musst sehr mit dem Internet auch zusammenarbeiten. Das heißt, du musst Internetseiten checken. Auch in Sherlock, du brauchst Internet. Ja, aber da noch intensiver, finde ich. Und da gibt es auch sehr viele Aha-Effekte, wo du sagst, gibt's doch gar nicht. Ist das echt? Ist das nicht echt? Was ist das jetzt hier? Also es geht so ein bisschen so in diese... Mixing mit Reality. Genauso so. Es ist nicht Mixing mit Reality. Das ist Reality. Es gibt reale Sache. Wir versuchen alle Sachen so real machen, wie sie sind. Deshalb wir versuchen dieses Spiel so interessant machen, dass es ist nicht nur ein Board Game, Table Game, aber auch mit Realität. Spielt man mit Realität. Also es sind jetzt keine extra angelegten Alternate Reality Seiten, sondern alles echt. Alles echt. Alles echt. Jetzt hattest du gerade Detective gesagt, das ist ja so, dass Portal Games in Polen, die bringen ja auch eine große Box raus, die Detective heißt, wo sie auch so Ansätze haben, so mit, du musst im Internet checken und ähnliche Sachen. Ja. Habt ihr da auch einen Blick drauf? Nein, überhaupt nicht. Überhaupt noch nicht. Wer ist? Portal Games, Polen, sagt ihr nicht, okay. Ich habe nie gehört, aber gut. Also das ist völlig autark gemacht. Wir haben auch nicht links und nicht rechts geguckt, sondern wir machen unser eigenes Ding. Okay, ja, ist ja cool. Gut, also der ist draußen, der Sherlock Holmes ist draußen, die beiden Kinderfälle sind draußen, die ich auch empfehlen kann. Ihr habt gesagt, da ist noch mehr in der Pipe. Ja. Hier Escape, schon, da geht's in den Wilden Westen. Oh. Goldrausch, darf ich das schon sagen? Goldrausch, ja. Darf ich schon sagen, oder? Ja. Goldrausch, Wilder Westen. Sehr spannend von der Geschichte her. Ja, noch eine ins, jetzt in Prozess, das ist ein Middle Age, würde sagen 1600 Story für ein Buch, ein Mysterious Book. Geht's da auch dann um Handel? Handel im Mittelalter? Ich bin jetzt gerade selbst überrascht. der weiß der eine wieder mehr als andere. Das ist so top secret, dass ich das noch nicht mal weiß. Aber es kommt, es ist noch in Entwicklung, das dauert, wir brauchen Zeit. Ja, also lieber also, langsam und gut. Ja. Wir möchten es gut machen. Es dauert. Ja, super. Ich freue mich total. Ich kann also an dieser Stelle unseren Hörern nochmal sagen, schaut euch die auch mal genauer an. Wie gesagt, Bewertung von dem Krimi-Fall hier gibt es gleich jetzt im Anschluss für alle, die dranbleiben. Und wir freuen uns dann, wenn ihr dann guckt. Entweder ihr schaut tatsächlich mal, wenn ihr in Düsseldorf seid oder im Einzugsgebiet von Düsseldorf. Das ist ja mitten im Ruhrpott. Also das geht von, wie sage ich immer so gerne, von Aachen bis Bielefeld, von Münster bis Köln ist alles Ruhrpott. Da seid ihr also dann relativ schnell beim Kossender in einem Laden und der kann euch dann auch ganz, ganz toll erzählen, was alles so cool ist daran und euch bei der Gelegenheit gleich noch den anderen Fall mit aufschwatzen. Das kann der Kossender, das ist das kann also. Ich. Und ehe euch versieht, der Kossender kann nämlich auch zaubern. Ja, der zaubert euch noch mehr Geld aus der Tasche. Ja, oder den Hasen aus dem Zylinder, man weiß es nicht. Genau.
Und wer jetzt sagt, ich wohne aber nicht im Ruhrpott, der kann entweder gucken bei beim großen bösen A oder auch, wie ich das gemacht habe. Ich habe die nämlich die ersten Fälle gekauft in München bei einem Escape-Raum-Anbieter. Ja, das ist, wir arbeiten mit Escape-Room-Anbieters, weil wir haben Partners. Es gibt Escape-Room-Anbieters, die unsere Portal benutzen für andere Sachen, für Geolocation-Spiele. So, wie gesagt, unser Portal ist flexibel und kann man Spiele erstellen, Geolocation-Spiele erstellen, so verschiedene Sachen. Aber ja, vielleicht werden wir euch ja dieses Jahr noch überraschen mit einem Vertrieb. Ja, ich würde es euch auf jeden Fall gönnen. Wäre super. Prima. Okay, danke, vielen Dank. Schon. Herzlichen Dank. So, das war das liebe Interview mit dem Kossi und dem... ich habe seinen Namen schon wieder vergessen, das ist so unfassbar schnell geht das. So, wir haben jetzt ein bisschen was gehört über Crime Story und ich habe mir jetzt natürlich, es geht um einen Kriminalfall, wen lädt man sich da ein, außer den berühmten Podcaster und inzwischen Brettagogen, den lieben Krimi-Master Stefan. Ja, eine kriminalistische Grüße wünsche ich dir. Ja, genau, du hast dieses Detective Story auch gespielt. Mhm. Ich weiß noch, du hattest mich auch darauf schon mal aufmerksam gemacht, weil das halt bei dem großen bösen A, wie wir es schon davor genannt hatten, zu kaufen gibt. Ja. Und so wie ich dich kenne, du hattest es wahrscheinlich dann auch gleich besorgt und gleich gespielt, ja, oder? Ja, ziemlich schnell. Ich war einfach so neugierig und ich habe auch nicht genau hingeschaut, sondern ich habe nur gesehen, eine Box und da sind irgendwelche Utensilien drin und das Ganze ist ein Kriminalfall, den man lösen muss. Und da hatten die mich eigentlich schon. Da habe ich gar nicht mehr viel nachgedacht und ich wollte auch gar nicht genau sehen, was drin ist. Ich habe die Box dann gekauft und dann bin ich mit dieser Box zum Daniel Wüllner gegangen, den vielleicht ja auch einige kennen von der Süddeutschen Zeitung, der auch gerne mitpodcastet. Bei Insert 9 haben wir doch da unser Librett-Format. Und genau, den hatten wir auch mal als Gast, kurzer Hinweis noch. Und dann habe ich das da ausgepackt. Ich habe diese Schachtel hingestellt und die sieht jetzt ganz unspektakulär aus. Das ist einfach nur so ein Karton eigentlich und der ist versiegelt. Pizzakarton, ja, genau. Und dann habe ich gesagt, schaut mal, ich habe da was besorgt. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Ich weiß nur, es geht darum, dass wir einen Kriminalfall lösen müssen. Und es ist irgendwas in diese Richtung wie Exit, Escape oder irgendwie sowas. Und habt ihr denn darauf Lust? Und da war seine Freundin mit dabei. Und die hat schon so gesagt, ich weiß nicht so recht. Und habe ich zu ihr gesagt, ach, sie soll es einfach mal probieren, sich dazusetzen. Wenn sie keine Lust mehr hat, kann sie einfach gehen. Ja, sie ist die ganze Zeit geblieben, sagen wir es mal so. Denn was wir dann hatten, waren wirklich 1,5 Stunden durchgängigen Spaß. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir gelaufen ist. Ich möchte gleich wissen, was für eine Gruppe du hattest. Aber wir waren dann eben zu dritt. Und es war tatsächlich so, wir haben das dann dieses Siegel aufgemacht. Ich habe die Packung einfach aufgemacht. Und dann habe ich erstmal die anderen angeschaut und gesagt, ja, müssen wir jetzt die Zeit stoppen? Oder was passiert jetzt eigentlich? Also wie geht das? Und dann liest man einfach erstmal was und das ist schon sofort realistisch. Also es ist sofort so, als da, ich meine, soweit müssen wir, glaube ich, wieder, es ist kein wirklicher Spoiler, sondern da gibt eine Person einen Auftrag im Prinzip und sagt, hey, ihr müsst mir helfen, ich habe hier Beweise zusammengestellt und bitte hilft mir jetzt, diesen Kriminalfall zu lösen. Ich glaube, ich bin ganz knapp davor. So ungefähr ist das. Also es ist halt so, der sagt halt, ich habe da diesen Fall und ich wollte den lösen, aber jetzt bin ich halt ins Fadenkreuz der Polizei geraten und die halten mich für schuldig. Und deswegen muss ich untertauchen und ihr müsst bitte gucken, dass mit den Sachen, die ich schon mal zusammengetragen habe, ihr vielleicht meine Unschuld. Genau. Und das Interessante ist eben, dass diese ganzen Materialien, die in der Box sind, so authentisch wirken. Da könnte jetzt sowas dabei sein, wie zum Beispiel, ich mache jetzt lauter Sachen, die nicht drin sind, aber die halt drin sein könnten. Jemand wurde geblitzt, als er mit dem Auto irgendwo gefahren ist und dann sieht man halt die Person unten mit einer Uhrzeit oder irgendwie sowas. Und dann sagt man, wer ist denn das? Steht da ein Name drauf? Und dann sieht man auf dem Foto, ja, rechts unten, da ist so ein Name drauf. Und dann sagt jemand anders, ja, Moment mal, habe ich da vorhin so ein Ticket gesehen? Der war doch irgendwie da vor dem Zirkus oder irgendwie so. Ja, also die ganze Zeit wird so eine Geschichte verbunden und man erlebt diese ganzen Personen, die da vorkommen, ja, fasst man. Also wir haben so nach und nach diese ganzen Sachen, die da drin waren, diese ganzen Beweise oder Utensilien wirklich herausgenommen, einzeln uns angeschaut und haben versucht, einen Fall zu spinnen.
Lass mich noch mal kurz auf die Zeit zurückkommen, die du erwähnt hattest. Also ich hatte auch am Anfang die Zeit aufgeschrieben. Ich glaube, wir haben 75 Minuten gebraucht. Wir waren auch zu viert, was ich als überhaupt nicht zu viel empfand. Das, was ich auch als positiv herausstellen möchte. Aber unterm Strich war die Zeit komplett egal, weil der Fall sagt nicht, hey, du hast nur so und so lange Zeit. Dem ist das völlig egal. Der sagt nur, bitte löse es. Und das fand ich sehr, sehr beruhigend, erfrischend zu sagen, es ist überhaupt nicht wichtig, wie schnell wir es schaffen, sondern dass wir es schaffen, dass das Lösen im Vordergrund steht und nicht die Geschwindigkeit. Das war deswegen auch so angenehm, weil es mich ja eigentlich entlastet hat, weil ich ja derjenige bin, der immer bei Exit-Spielen und bei diesen ganzen Escape-Sachen immer schon das in der Stunde auch schaffen möchte. Irgendwie ist das dieses Ziel, was man hat, und dadurch nimmt man sich ja auch einiges. Weil man ja schnell sein will, die Sachen eben nicht so intensiv schauen, sondern man möchte schnell zu einer Lösung kommen. Und das war ja so entspannend, weil das einfach weg war. Ich meine, natürlich kann das jeder für sich selbst sagen. Wir haben da irgendwie auf die Uhr geschaut, als wir Exit gespielt haben. Ja, war bei mir halt einfach nicht so. Ich hatte schon immer dieses, na, wir wollen aber schon 10 Sterne schaffen, oder, liebe Gruppe? Oder bei Unlock 5. Ja, richtig auch, ja. Und das hier, also das war auch... Wie kann man es am ehesten vergleichen? Also ich hatte so ein bisschen dieses Sherlock Holmes Tatort London, Criminal Cabinet Gefühl. Aber ich fand, ja. Der große Unterschied ist, dass ich zu dem Sherlock Holmes, weil du hast tatsächlich, wie bei Sherlock Holmes, du musst gucken, dass du diese Information zusammenspinnst, zu wie macht das Sinn? Aber bei Sherlock Holmes musst du dich einfach nur mit einer kurzen Zeugenaussage und einer Beschreibung zufrieden geben. Hier hast du Material. Du hast irgendwelche Quittungen. Ja. Du hast irgendwelche Buchungen. Du hast irgendwelche Fotos. Sachen, die überhaupt keinen zusammenhängen. Du hast Zeitungsausschnitte, wo du richtig siehst, oh, das hat jemand ausgeschnitten. Du hast irgendwelche Fotos, die irgendjemand gemacht hat. Das ist auch wirklich alles gefühltes, authentisches Material. Und das wird dir aber, ist nicht so, dass du sagst, und jetzt kriegst du noch die Information, die, sondern die sind alle von Anfang an da. Und dann kannst du dich in Ruhe durchwühlen und sagst, okay, boah, was ist denn das alles? Wo kann ich das denn einsortieren? Wo ist denn dieses? Warte mal, hier ist ein Name, der hier auch ist. Gehört das zusammen? Kann man das untereinander bringen? Das fühlte sich einfach anders an. Ja, wir haben so verschiedene Stapel gebildet auch und haben versucht dann, ja, okay, das gehört irgendwie da dazu. Wir legen mal das Blatt dorthin. Hier ist irgendwas, das hat was mit dem Krankenhaus zu tun. Das legen wir mal dorthin und haben halt auch versucht, das Ganze zu ordnen, zu strukturieren. Und ich finde es deswegen so interessant, weil du wirst völlig anders vorgegangen sein wie ich, weil wir die Materialien in einer völlig anderen Reihenfolge angeschaut haben. Ja. Deswegen haben wir völlig unterschiedliche Erlebnisse gehabt, trotzdem haben wir beide die gleiche Geschichte erlebt, nur anders. Also wir haben es uns selber anders erzählt. Also, aber das ist tatsächlich eine, finde ich, sehr, sehr schöne und schlüssige Geschichte, weil... Das ist natürlich so, es ist irgendeiner tot, es ist halt eine Kriminalgeschichte, da gehört ein Toter eigentlich auch dazu. Und wir werden relativ schnell damit konfrontiert, okay, es gibt ganz, ganz viele Verdächtige und die haben auch alle einen Grund. Und ein bisschen so wie bei dem Exit Orient Express musst du gucken, wer ist von denen unschuldig. Mhm, genau. Und ich finde, das ist was nochmal total genial ist. Es reicht nicht nur die Materialien anzugucken, sondern du gehst auch noch ins Internet. Mhm, ja. Du gehst auf Webseiten, auf Facebook und selbst da sind ja nur minimale Informationen, aber du merkst so, Moment mal, das ist ja, damit macht das auf einmal Sinn. Mhm. Und das Schöne ist irgendwie, man versucht ja immer rauszufinden, ja, Moment mal, der kann es ja jetzt gar nicht mehr gewesen sein, weil um die Uhrzeit war der dort und um die Uhrzeit war er dort, das kann der in der Zeit gar nicht schaffen. Und dann sagt der andere wieder, ja, Moment mal, aber er hat auch das Auto zur Verfügung gehabt. Und dann geht man so durch und rechnet und überlegt und schaut auf so eine Landkarte und schaut, wie viele Kilometer sind denn das ungefähr. Ich habe zum Beispiel, ich meine, das spielt in einem fiktiven Ort, aber ich wusste nämlich noch nicht, ob es fiktiv ist und habe natürlich sofort eingegeben. Habt ihr das auch gemacht? Ja. Und ja, dieses Städtchen gibt's aber nicht in Wirklichkeit. Braucht es auch gar nicht. Also man hat ja, wie gesagt, die Materialien dazu. Und ja, es ist so, da wäre noch mehr drin gewesen. Also es sind schon so Sachen, wo ich mir nachgedacht hätte, boah, wie toll ist das denn? Also ich will eben nichts verraten mit diesen Webseiten, wo man ist und wo man so drauf geht. Und da habe ich mir gedacht, aber da hätte man, okay, da hätte man noch mehr machen können. Und deswegen habe ich so Lust auf den zweiten Teil, weil ich mir immer denke, ja, das ist jetzt dieser Start. Und ich bin voll begeistert. Also ich habe einen richtig guten Fall hier präsentiert bekommen. Und jetzt muss man es ausbauen. Jetzt, also... Weißt du, was ich meine? So was Kreatives, wo ich selber sagen würde. Aber ganz ehrlich,
So ging es uns auch. Wir dachten, wir waren da durch und dachten uns so, boah, sind wir uns jetzt sicher? Und es ist ja so, wir hätten das wahrscheinlich in einer Viertelstunde schneller schaffen können, aber wir saßen noch mal da und dachten und sind noch mal jeden einzelnen Verdächtigen durchgegangen und haben gesagt so, das war so erfrischend, auch wirklich mit Sicherheit durchgehen zu können und sagen, nein, 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 der muss es gewesen sein. Und am Ende auch bei der Auflösung dann zu erfahren, ja, du lagst richtig. Mhm, und dann denkst du dir so, okay, und jetzt den nächsten Kasten, gib mir mehr. Ja, das hatte ich auch, genau dieses Gefühl. Und also es ist so, dass wir da wirklich drüber gesprochen haben, als wären das existierende Personen. Also wir haben dann gesagt, ja, das ist doch der Sohn von dem und dem. Ach, das weißt du doch, der ist doch da gewesen. Der hat doch dann diese Frau dort gesehen. Ah ja, stimmt, richtig, das war ja so. Und also irgendwann haben wir die Namen von den Personen gebraucht. Und das war so lebendig. Also sie haben es wirklich geschafft, mit den Materialien was Anfassbares zu haben. Also es ist halt so schwierig zu beschreiben, aber du wirst wissen, was ich meine. Ja, auf jeden Fall. Also wo ich es gespielt habe, muss ich ganz ehrlich sagen, auf jeden Fall weißt du, was du meinst. Das fühlt sich echt an. Die gesamte Präsentation, das ist zum größten Teil einfach nur Papier, aber es fühlt sich tatsächlich in sich schlüssig an, was dieses Papier dir bietet, weil das halt wirklich wie eine Fallakte auch aufgebaut ist. Und du denkst so, okay, ich wühle mich da jetzt durch. Ich bin derjenige am Schreibtisch, der sich durch das ganze Zeug brezelt. Eine kleine Kritik, die ich habe. Es gibt ein, zwei Rätsel, die mir zu gekünstelt waren. Also, wo man halt gemerkt hat, okay, sie wollten das irgendwie noch ein bisschen schwerer machen oder ein bisschen verstecken oder halt nicht so offensichtlich machen oder etwas. Und das hat eigentlich gar nicht gepasst an der Stelle, wo ich mir dachte, hä, warum sollten das so sein? Also, okay, das wollen sie halt jetzt so machen, damit es vielleicht so nachher einen Höhepunkt gibt oder so, aber das ergibt keinen Sinn. Warum ausgerechnet das jetzt da an der Stelle so sein soll? Du weißt, was ich meine? Ich weiß, was du meinst. Das war tatsächlich so, da gab es halt etwas, das war verschlüsselt. Ja. Und ich musste dann erstmal auf Wikipedia gehen, um zu begreifen, wie diese Verschlüsselung funktioniert. Mhm. Was aber auch ein erfrischendes Gefühl war, zu sagen, die haben mir wenigstens noch dieses Stichwort gegeben und ich kann bestimmte Sachen einfach, also weißt du, da waren Sachen dabei, die fühlten sich dann wie ein roter Hering an. Das brauchst du nicht. Mhm. Weil das Entscheidende ist dieses andere Schlüsselwort. Aber du hast es damit lösen können. Und dann fand ich das aber auch wieder sehr gut, weil sie haben das ja unter dieser, weißt du, das war, glaube ich, ein Telefonprotokoll. Ja. Mhm. Also für mich fühlte es sich tatsächlich halbwegs echt an, aber man hat gemerkt natürlich, sie wollen auch ein Rätsel richtig, drin haben. Genau. Ja. Und das fand ich aber nicht störend, weil das halt nur ein Rätsel war. Ja, eben, richtig. Es war wirklich nur eins, aber deswegen sage ich eine ganz minimale kleine Kritik, weil der Rest, das waren wirklich gute Rätsel. Also das waren wirklich, so wo ich sagen würde, ja, okay, wenn jetzt wirklich ein realistischer Kriminalfall da wäre, ja, dann geht's halt darum, Alibis zu überprüfen. Und die haben sich echt angefühlt. Also, da sind auch eben Fotos drin und dann erkennt man Personen oder meint Personen zu erkennen. Und plötzlich, wir haben so viel gesponnen, wir haben plötzlich angefangen zu sagen, der hat dieselbe Maske auf, selbe Kappe auf wie der. Ja, aber vielleicht hat er jemand nur gegeben. Also, das ist ein ganz anderer. Das hat er auch. Vielleicht ist das ja der eine Sohn und richtig, nicht die Tochter. Und genau, das hatten wir auch. Also diese ähnliche Richtung zumindest. Und das, ich fand, das war das Erfrischende, dieses Lebendige und dieses Diskutieren miteinander. Und das war so, als hätten wir gemeinsam einen Tatort angeschaut, nur dass er eben nicht im Fernsehen gewesen ist, sondern auf unserem Schreibtisch und wir die Protagonisten sind und wir da eigentlich ermitteln. Ist das aber jetzt, also diese kleine Kritik, wenn wir sie auch kleine Kritik nennen wollen, ist die nicht eigentlich schon jammern auf hohem Niveau, weil wir natürlich definitiv, also ich meine, der normale Kunde, der ein Drei-Fragezeichen-Exit mit Begeisterung gelöst hat und an einem Orient Express scheitert, ist das für den das Richtige? Also dem wird das nicht stören. Ich denke schon, oder? Wobei ich jetzt schon sagen muss, es ist jetzt nicht ohne. Ich weiß nicht, ob so wirklich der Einsteiger. Für den Einsteiger so wahrscheinlich leicht finden, nicht, aber. Fortgeschritten, würde ich sagen, sollte reichen, oder? Also, wenn jemand mehrere Exits gespielt hat, dann würde ich sagen, okay, der ist dafür dann bereit. Und ich glaube, wir waren jetzt auch wirklich so begeistert davon, dass es diejenigen, die es interessiert, also anspricht und die jetzt sagen, naja, das macht mir so gar nicht an, denen wird es auch nicht gefallen. Aber den anderen, glaube ich, die sollten wirklich mal was drauf werfen und schaut euch nicht die Materialien im Vorfeld an. Genau. Weil das war für uns so ein Highlight, dieses Aufmachen. Wir haben uns alle gegenseitig angeschaut und das war wie so ein Geschenk auspacken zu Weihnachten. Ja. Das würde ich unterstreichen. Also wirklich, lasst die Schachtel zu, die ist wirklich so zugeklebt, bis ihr sagt, okay, jetzt wollen wir was spielen.
Aber ganz ehrlich, und jetzt kommen wir wieder an den Punkt, wenn du merkst, mit wie viel Liebe das zusammengestellt ist, dann ist auch der Preispunkt von 20 Euro eigentlich unwesentlich, oder? Das finde ich völlig, also ist völlig angemessen, den Preis. Ja. Das sind wirklich so viele Materialien, die handgearbeitet sein mussten. Und manchmal war man wirklich so, wie haben sie das denn gemacht? Also das ist ja vorne und hinten bedruckt und das sieht so echt aus. Das ist ja wirklich wie ein Zeitungsausschnitt. Und das haben sie gut gemacht. Also da kann man echt nichts sagen. Und es ist ja mehr noch drin als das. Man findet ja noch ein paar andere Sachen. Und die sehen halt auch wirklich so aus, wie wenn man das wirklich so gekauft hätte. Ja, also da wird sehr viel. Also nun haben sie ja im Interview vorher hatten sie erzählt, dass das zum Teil noch handkonfektioniert ist. Das merkt man der Sache auch an. Aber natürlich wollen sie wachsen. Und das würde ich denen echt gönnen, weil ich würde echt noch mehr von diesen Crime-Stories haben wollen. Ich hoffe. Wie war es denn bei euch am Ende? Habt ihr rausgefunden, wer es war? Wir haben den Täter erfolgreich überführt, richtig benennen können. Und das Schöne ist ja, also für die Lösung muss man ja auf eine Webseite gehen und muss zuerst eingeben, wen man für den Täter hält. Und dann kriegt man die Lösung, egal was man eingegeben hat. Und ich glaube, daran sehen sie, dadurch haben sie auch einen Feedback-Kanal, wo sie sehen, wie schwer war es für die Leute, die es gespielt haben. Also ich weiß jetzt nicht, wir haben auch den richtigen Täter überführt und ich weiß jetzt nicht, was passiert, wenn man einen anderen Namen eingibt. Ob es dann so ist, dass sie einen sagen, überleg nochmal, oder ob sie dann wirklich die Lösung gleich sagen, das weiß ich jetzt nicht. Ich bin mir nicht sicher, also ich gehe jetzt persönlich davon aus, also wenn man, um es mal genauer zu formulieren, einen richtigen Täter oder Täterin eingibt, ich gehe davon aus, dass wenn du falschen Täter oder Täterin eingibst, dass du dann auch einfach die Lösung bekommst, weil dann bringt es ja nichts, wenn er sagt, rate nochmal oder so. Das wäre blödsinnig. Ja, aber ich habe gedacht, dass er dann vielleicht sagt, prüf nur mal das und das Indiz, ob der es wirklich sein kann oder irgendwie so. Also das weiß ich nicht, ich habe es nicht ausprobiert, hätte mich wohl interessiert. Das Schöne war, diese Lösung, die auch gekommen ist, wir hatten wirklich Sachen auch nicht entdeckt. Es kamen Sachen drin vor, wo wir gesagt haben, Moment, wollten das denn wissen sollen? Und haben dann die Sachen nochmal angeschaut und haben dann Sachen festgestellt, die wir wirklich übersehen hatten. Das fand ich auch ganz toll. Der kleine Haareffekt. Übersehen hatten wir auch zwei, drei Sachen. Vor allem für die Recherche im Internet. Weil ja, da kannst du natürlich, da gibt es noch viel mehr, als offensichtlich zu sehen ist. Ja. Und das hätte tatsächlich dann auch so letzte Zweifel, die man am Ende vielleicht noch hat zwischen A und B, dann zerstreuen können. Das hat ja der Sache keinen Abbruch getan, dass man trotzdem die Lösung finden kann. Richtig, ja, genau. Also wir hatten ja auch richtig ausgeschlossen, diejenige Person, aber trotzdem ist es so, ja, das fand ich halt nochmal spannend, weil dann danach doch nochmal die Sachen anzugucken und zu sehen, die Geschichte geht ja noch weiter und hätte man noch ein bisschen mehr herausfinden können. Ja. 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 Also von uns beiden auf jeden Fall eine Empfehlung. Ja, das gibt für mich eine Empfehlung, ja. Die anderen ID-Ventures hattest du auch schon gespielt? Ich habe gespielt Sherlock Holmes. Das ist so ein ganz klassisches Escape-Adventure eigentlich. Auf einfach oder schwer? Ja, ist schon eher schwer. Aber fand ich auch gut. Die arbeiten auch mit Internet und hat auch eine ganz nette Geschichte. Aber es ist halt also ganz normal, sagen wir so. Also hat mich super unterhalten, aber es ist halt jetzt nicht so, dass ich jetzt wie hier dran sitze und eigentlich so schwärme, was für ein Erlebnis ich da hatte. Sondern es war halt ein tolles Erlebnis, aber genau, auf dem Niveau. Und die anderen beiden, die sind ja so, dass man die ja selber daheim aufbauen muss und richten sich eher an Kinder. Genau, was aber auch cool ist, dass man halt für die Kinder da was macht. Ja, und dazu bin ich leider noch nicht gekommen, aber hätte ich total Lust. Ja, das ist, dir fehlen, glaube ich, die Kinder dafür. Ja, das ist das bemerkt, richtig, ja. Aber also du kennst. Als Prädagoge fehlen einem Kinder, das ist irgendwie, da stimmt doch was nicht. Stimmt, du könntest das mit einer Schulklasse machen. Ja, aber das Problem ist, dass du es ja in einem Haus verbauen musst. Also, die haben so einen Plan drin und sagen dann, ja, in der Küche am Waschbecken muss das und das liegen. Und im Wohnzimmer, da soll das und das hin. Und das ist ein bisschen schwierig in der Schule. Klassenfahrt? Ja, genau. Also musst du halt so eine Gelegenheit haben. Und es ist halt so, wenn das machst du halt mit 4, 5 Kindern, ja, was machen die anderen? Also. Ja, das ist richtig. Da darf die Kindergruppe auch nicht zu groß sein. Genau, ja. Ja, super.
Also vielen Dank, Stefan, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir ein bisschen über dieses Ding hier zu schwärmen. Ja, gerne, hat Spaß gemacht. Also ich finde es auch schön, dass ihr so ähnliche Erfahrungen wie wir gemacht habt. Ja, auf jeden Fall. Das finde ich auch super. Also das zeigt aber auch, dass das wahrscheinlich ausreichend robust ist, wenn wir schon mal zu zweiter Erfolg mit haben, oder? Mhm, ja, denke ich auch. Genau. Wer sich jetzt dafür nochmal interessiert, ich fasse nochmal die Eckdaten zusammen. Wir reden von Detective Stories Crime Scene von ID Venture. Zu bestellen auf jeden Fall beim Mage Store in Düsseldorf oder auch beim großen bösen A und vielleicht dann bei irgendeinem anderen Vertrieb in Deutschland, was ich echt gönnen würde, dass sie da einen finden. Wäre toll. Genau. Alles klar. Dann sage ich vielen Dank und liebe Hörer, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss. Gut, Brett. Ja, den konntest du nicht. Das muss das jetzt nicht sein. Aber du kannst es doch ausschneiden. Nein, du Quatsch. Ich finde das doch auch cool. Ja.